Vor knapp 4 Wochen haben wir uns in einem Video schon mal angeschaut, wo bei welchen Fluggesellschaften aktuell die ältesten Airbus-Maschinen für Passagiere unterwegs sind. Das Video findet ihr jetzt in der Infokarte. Ja, und da habe ich schon angekündigt, dass wir uns das Ganze logischerweise ja auch nochmal für die Boeing-Flugzeuge angucken müssen. Denn da gibt es natürlich auch ein bisschen was Interessantes rauszusuchen. Deswegen forschen wir jetzt einfach mal ein bisschen rum und gucken eben nicht wie sonst immer nach den neuesten Flugzeugen bei den Fluggesellschaften, sondern schauen uns einfach mal an, wo die ältesten Boeing-Flugzeuge für Passagiere zu finden sind. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Letztes Mal bei den ältesten Airbus-Passagierflugzeugen, da mussten wir schon ganz ordentlich tief kramen. Aber jetzt bei den Boeing-Passagierflugzeugen könnte das durchaus etwas ausarten. Denn während Airbus Passagierflugzeuge erst seit dem Jahr 1972 baut, ja, Boeing ist halt schon seit über 100 Jahren im Geschäft. Also das Unternehmen, das wurde im Jahr 1916 gegründet. Und ja, mehr oder weniger moderne Passagierflugzeuge bauten die ab den frühen 1930er Jahren. Und damit das jetzt hier nicht so eine wahnsinnig abenteuerliche Nummer wird, beschränken wir uns ganz einfach mal auf die Boeing-Passagierflugzeuge, deren Name mit einer 7 beginnt, irgendeine weitere Zahl beinhaltet und dann auch wieder mit einer 7 aufhört. Also nur der Vollständigkeit halber, da gab es durchaus noch ein bisschen mehr. Die bauen schon etwas länger Flugzeuge. Ja, aber ich denke mal aus nachvollziehbaren Gründen fangen wir jetzt ganz einfach mal mit der Boeing 707 an. Denn damit starten wir trotzdem an einem Zeitpunkt, der ganze 15 Jahre vor dem Zeitpunkt liegt, an dem der europäische Flugzeugbauer Airbus überhaupt erstmal angefangen hat mit dem Flugzeugbauen. Ja, und das dürfte natürlich auch dazu beitragen, dass wir heute keine einzige 707 mehr im Passagierbetrieb bei irgendeiner Fluggesellschaft finden. Das Flugzeug gibt es aber durchaus noch. Ab und zu ist das Ding immer mal wieder für militärische Zwecke unterwegs und es gibt die 707 beispielsweise als AVAX-Aufklärungsflugzeug, also mit diesem riesen Teller da oben auf dem Dach. Ja, gut, dann gibt es noch die KC-135, die in wirklich großen Stückzahlen produziert wurde. Allerdings hat die nicht mehr wahnsinnig viel mit der eigentlichen Passagier 707 zu tun. Das Flugzeug basiert zwar irgendwo darauf, hat aber auch natürlich nicht mehr die Triebwerke von damals und so weiter. Passagier 707, die finden wir nirgendwo mehr. Während dieser Flugzeugtyp, die 707, in den USA, also im eigentlichen Heimatland des Flugzeuges, allerdings schon 1983, also vor 36 Jahren, aus dem Passagierbetrieb rausgenommen wurde, erlebte das Flugzeug natürlich in anderen Teilen der Erde quasi noch ein zweites Leben. Als Passagierflugzeug fand man die Boeing 707 tatsächlich noch bis ins Jahr 2013 bei Zaha Air im Iran. Dort ist das Flugzeug ganz normal Linie geflogen. So, und Zaha Air war dann auch tatsächlich die letzte Fluggesellschaft, die eine Boeing 707 überhaupt noch kommerziell nutzte. Das war jetzt zuletzt nach 2013 nur noch für Frachtflüge der Fall. Ja, und tragischerweise ist die letzte Boeing 707, die man überhaupt noch kommerziell genutzt hat, bei Zaha Air, die ist im Januar 2019 leider abgestürzt, beziehungsweise sie ist über die Landebahn hinausgeschossen, dann in Flammen aufgegangen und dabei starben 15 der 16 Menschen an Bord. Und an diesem Tag, an diesem 14. Januar 2019, endete so auf eine wirklich tragische Art und Weise auch die kommerzielle Nutzung der Boeing 707. Nur einen Tag vorher beendete eine weitere, wirklich klassische Boeing-Maschine, glücklicherweise nicht ganz so tragisch, ihren aktiven Dienst als Passagierflugzeug. Und zwar am 13. Januar 2019, da musterte Iran Aseman Airlines ihre letzte Boeing 727 aus. Heute gibt es den Flugzeugtypen, von dem übrigens über 1800 Exemplare gebaut wurden, nur noch als Fracht- oder auch häufiger mal als VIP-Flugzeug. Gut, bei der Boeing 737 sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Und jetzt aufpassen, da ist es ganz interessant. Von der 737 gibt es nur zwei Versionen, die heute nicht mehr im aktiven Passagierbetrieb unterwegs sind. Und das ist einmal die älteste Variante, die erste Variante der Boeing 737, die 737-100. Die findet man nicht mehr als Passagierflugzeug. Und die 737 MAX, die neueste Variante, die steht aktuell auch am Boden. Neben einigen, auch hier VIP-Flugzeugen und einigen rein als Frachter genutzten Maschinen findet man dann die älteste für Passagiere noch zugängliche Boeing 737. Und das ist auch nicht ganz ohne, denn die Maschine, eine 737-200 bei einer kleinen kanadischen Fluggesellschaft, die ist mittlerweile schon über 45 Jahre alt. Aber dass diese kanadische Fluggesellschaft mit solchen Flugzeugen unterwegs ist, das ist dabei alles andere als außergewöhnlich. Sie brauchen die 737-200, denn mit diesem Verkehrsflugzeug dürfen sie lizenziert auf unbefestigten Pisten starten und landen. Und das ist da oben sehr, sehr viel wert. Dass es dabei eines der wohl lautesten Verkehrsflugzeuge ist, die es aktuell überhaupt noch so irgendwo geben könnte,
Naja, das interessiert da oben dann wahrscheinlich niemanden. Und tatsächlich ist die kanadische Fluggesellschaft ausgestattet mit ganzen 7 Boeing 737-200. Diese Flotte hat damit ein Durchschnittsalter von knapp 40 Jahren. Das ist ziemlich brutal für Verkehrsflugzeuge, oder nicht? Aber es funktioniert natürlich. Und wie gesagt, die Fluggesellschaft braucht diese Maschinen. Und weil diese Maschinen dort oben auch noch eine Zukunft haben, dort auch noch für die nächsten Jahre durchaus eingeplant sind, hat man sogar Geld in die Hand genommen und in eine moderne Avionik für die 737-200 investiert. Die Flugzeuge sind dort oben tatsächlich ausgestattet mit einem Glascockpit. Diese durchaus schon etwas älteren, aber irgendwie ja sehr sympathischen Flugzeuge werden dort oben übrigens als Passagier- und auch als Frachtflugzeuge genutzt. Also die sind alle ausgestattet mit so einer großen Frachtluke und da kann man eben ganz normal Container bzw. Paletten in das Flugzeug hineinschieben und es dann als reines Frachtflugzeug nutzen. Oder aber man schiebt die bis zu 119 Sitzplätze auf Paletten in dieses Flugzeug rein und macht so ein reines Passagierflugzeug daraus. Also bei der kanadischen Fluggesellschaft wird uns die Boeing 737-200 tatsächlich für Passagiere wahrscheinlich noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Und auch von der 737NG sind selbstverständlich noch die meisten der je ausgelieferten Exemplare ganz normal im aktiven Passagierbetrieb irgendwo auf der Welt unterwegs. Und auch die Nummer 1 gibt es noch, also quasi den Prototypen der 737NG, eine 737-700, die ist heute noch ganz aktiv und fleißig bei Southwest Airlines in den Vereinigten Staaten unterwegs. Immerhin geht das Flugzeug ja auch schon auf die 23 Jahre zu. Und damit kommen wir zur Boeing 747, zum Jumbo, ein Flugzeugtyp, der die weltweite Luftfahrt ja durchaus verändert hat, aber leider ist von den ganz frühen Varianten der 747 nichts mehr für Passagiere irgendwo auf der Welt unterwegs. Es gibt noch so eine Handvoll der ganz frühen Exemplare der 747-100, zum Beispiel war eine Maschine jetzt noch eine ganze Weile bei der iranischen Air Force unterwegs. Das Flugzeug ist mittlerweile ganz genau 50 Jahre alt. Allerdings habe ich jetzt keine wirklich aktuellen Informationen mehr dazu gefunden, ob das Flugzeug wirklich ab und zu nochmal in den Himmel kommt. Es steht immer mal wieder bei Airshows, wo man das Ding dann auch mal besichtigen kann. Aber für Passagiere ist hier vom Typ 747-100 nichts mehr zugänglich. Bei der 747-200 sieht das nicht unbedingt anders aus. Also das Flugzeug gibt es auch nicht mehr für Passagiere. Das älteste überhaupt noch fliegende Exemplar der 747-200 findet man, wen wundert's, auch im Iran. Dort ist das Flugzeug allerdings, obwohl es ähnlich nutzbar wäre wie die Boeing 737-200 in Kanada, dort ist das Ding aber nur noch im Frachteinsatz unterwegs. Dabei ist diese Maschine jetzt hier speziell gerade mal knapp 31 Jahre alt und das klingt ja erst einmal noch gar nicht so wild, aber 747-200 für den Passagierbetrieb, ich glaube, das Ding ist einfach durch. Also da wird nicht mehr viel gehen. Allein aufgrund von Lärmregularien ist an normalen Flughäfen mit diesem Flugzeug wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich etwas zu holen. Bei Rolls-Royce beispielsweise, da gibt es noch eine 747-200 als fliegende Testplattform für neue Triebwerke zum Testen, aber ansonsten für Passagiere gibt es da wie gesagt nichts und auch sonst ist es mit der 747-200 mittlerweile am Himmel sehr, sehr dünn geworden. Und ganz ähnlich ist es tatsächlich auch mit der 747-300. Da gibt es aber noch eine einzige, mit der man auch als Passagier noch fliegen kann. Und die fliegt ebenfalls im Iran bei Mahan Air. Das Flugzeug ist jetzt mittlerweile knapp 34 Jahre alt und wird aktuell noch ganz aktiv für iranische Inlandsflüge genutzt. Gut. Ja, und dann von der 747-400, da gibt es glücklicherweise noch eine ganze Menge für Passagiere und das obwohl jetzt in den letzten 5 Jahren echt viele Maschinen des Typs bei verschiedensten Fluggesellschaften langsam aber sicher aussortiert wurden und Anfang der 2020er Jahre wird bei den meisten großen Fluggesellschaften mit diesen Flugzeugtypen auch tatsächlich Schluss sein. Die älteste Maschine des Typs findet ihr aktuell tatsächlich bei der niederländischen Fluggesellschaft KLM. Dort ist die Maschine mit der Registrierung Bravo Foxtrot Golf die aktuell älteste Boeing 747-400 für Passagiere überhaupt. Das Flugzeug ist mittlerweile etwas mehr als 30 Jahre alt. Und auch bei der Lufthansa sind alte Boeing 747-400 unterwegs. Dort hat man aber schon einen wirklich großen Teil der Flotte mittlerweile rausgenommen und hat die Dinger auch mittlerweile schon verschrottet. Die älteste aktuell bei der Lufthansa befindliche 747-400 ist die Maschine mit der Registrierung Victor Oscar und das Flugzeug ist etwas mehr als 23 Jahre alt. Lufthansa fliegt übrigens auch die älteste Boeing 747-8 für Passagiere, die jetzt versionsbedingt natürlich noch kein so wirklich altes Flugzeug ist. Nichtsdestotrotz die Yankee Alpha, die erste 747-8 für Lufthansa, übrigens auch das erste Flugzeug, das die neue Lufthansa-Bemalung tragen durfte, mit dem etwas zu dunklen Blau, die ist mittlerweile auch schon knapp 7 Jahre alt.
Und bevor wir das vergessen, schieben wir an der Stelle nochmal schnell die Boeing 717 dazwischen. Die gibt es natürlich auch. Kein wahnsinnig erfolgreiches Flugzeug, wurde nur etwas mehr als 150 Mal gebaut. Und die meisten von den Dingern sind auch heute immer noch ganz normal aktiv bei irgendwelchen hauptsächlich amerikanischen Fluggesellschaften unterwegs. Die älteste von ihnen ist mittlerweile 21 Jahre alt und fliegt bei Hawaiian Airlines. Also jetzt Boeing 757 und Boeing 767, beides sehr erfolgreiche Flugzeuge, die auch heute noch aufgrund der Tatsache, dass es lange keinen wirklichen Nachfolger, vor allem für die 757 gab, aber auch dadurch, dass es halt durchaus immer wieder Updates für diese Flugzeuge gab, immer wieder eine neue Version bzw. dann Winglets oder was auch immer, Flugzeuge, die auch heute noch gut funktionieren. So, und jetzt könnte man ja denken, die ältesten davon, die fliegen auf jeden Fall in den Vereinigten Staaten durch die Gegend, ist aber gar nicht so. Die älteste 757-200, eine mittlerweile knapp 32 Jahre alte Maschine, die findet man bei der britischen Jet2. Und 32 Jahre für ein Passagierflugzeug ist schon echt ganz ordentlich. Und für die Leute, die es wirklich interessiert, Jet2 hat tatsächlich auch noch die 6 nächstälteren Exemplare der Boeing 757-200. Und das ist ganz interessant, damit kommt man bei Jet2 auf ein Durchschnittsalter der 757-Flotte von knapp 30 Jahren. Die älteste Boeing 757-300, also die verlängerte Variante der 757, die findet man übrigens bei der deutschen Ferienfluggesellschaft Condor. Condor war damals mit der Oscar Alpha, die heißt auch heute noch so, damit war die Fluggesellschaft der Launching Customer für diesen Flugzeugtypen. Das Ding ist mittlerweile etwas mehr als 21 Jahre alt. So, und jetzt die Boeing 767, die wird heute noch sehr, sehr gerne als Frachter überall auf der Welt genutzt. In den Vereinigten Staaten sind bis zu 37 Jahre alte Exemplare der 767-200 als Frachtflugzeug noch immer im Einsatz. Für Passagiere findet man dann von der 767-200 ein knapp 31 Jahre altes Exemplar und damit die älteste für Passagiere noch zugängliche 767-200 bei der Fluggesellschaft Jordan Aviation. Das ist die Fluggesellschaft, die übrigens auch mit dem ältesten A320 für Passagiere unterwegs ist. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an das Video. So, und jetzt gibt es aber interessanterweise noch eine ältere Boeing 767-300. Das Flugzeug geht langsam aber sicher auf die 32 Jahre zu und das ist eine Maschine, die findet man bei Air Canada. Mit den nächsten Boeing-Flugzeugtypen können wir es dann echt ein bisschen kürzer machen. Also die erste je gebaute Boeing 777, ein Flugzeug, das lange Zeit bei Boeing noch auf dem Hof stand, bevor es im Jahr 2000 dann an eine Fluggesellschaft übergeben wurde, ist eine ehemalige Maschine der Cathay Pacific. Das Flugzeug steht mittlerweile im Museum. Die wirklich erste an eine Fluggesellschaft ausgelieferte 777 aus den 90er Jahren, die findet man heute immer noch genau bei dem Betreiber, der auch damals das Flugzeug übernommen hat. Die Lackierung hat sich ein paar Mal geändert und auch die Bestuhlung innen drin hat sich ein paar Mal geändert. Nichtsdestotrotz, die erste 777 für United Airlines ist auch heute noch bei United Airlines und ist damit die älteste für Passagiere zugängliche Boeing 777 mit knapp 25 Jahren auf dem Buckel. Und das, obwohl durchaus schon eine Handvoll Boeing 777, jüngere 777, aus dem aktiven Passagierbetrieb rausgenommen wurden und mittlerweile teilweise auch schon verschrottet sind. Nichtsdestotrotz, von der 777, weil es eben ein sehr gutes Flugzeug ist, weil es ein sehr gut funktionierendes Flugzeug ist, sind heute noch knapp 90% aller je ausgelieferten Exemplare irgendwo auf der Welt unterwegs. Und so sind auch die ältesten Exemplare der Boeing 777-300, also von der verlängerten Variante der 777, heute genauso wie damals immer noch bei Cathay Pacific unterwegs und diese Maschinen gehen langsam aber sicher auf die 22 Jahre zu. Und mit der Boeing 787, mit dem Dreamliner, mit dem können wir es dann wirklich kurz machen, die erste für Passagiere ausgelieferte Maschine, also das erste für ANA bestimmte Flugzeug vom Typ 787, das ist auch heute das älteste Flugzeug vom Typ 787, das für Passagiere zugänglich ist, die ist noch ganz normal im aktiven Passagierbetrieb unterwegs und wird nächsten Monat süße 7 Jahre alt. So, damit sind wir eigentlich einmal durch. Und ich finde es wirklich sehr interessant, wie viele alte Boeing-Flugzeuge, gerade vom Typ 737 und auch 747, sich irgendwo auf der Welt, irgendwo in irgendeiner Fluggesellschaft irgendwie noch durchgeschlagen haben und heute tatsächlich auf die 50 Jahre zugehen im aktiven Betrieb. Das ist nicht ganz ohne und es ist schön, dass man da irgendwie immer noch mal irgendwas finden kann. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Heute geht nochmal ein wirklich großes und ernst gemeintes Dankeschön an Günther raus. Günther gehört jetzt neuerdings mit Richard zusammen zu den großzügigsten Unterstützern für diesen Kanal über die Patreon-Seite von Aeronews Germany. Damit ermöglichen beide immer mal wieder, genauso wie natürlich auch alle anderen, die auf Patreon mit dabei sind, neues Equipment, wie zum Beispiel das neue Objektiv oder ähnliches. Irgendwas, was den Kanal weiter voranbringt. An dieser Stelle also vielen lieben Dank an dich, Günther. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.